So, was wir jetzt hier haben, ist die Sancho Panza Erweiterung zum Don Quixote von Reinhard Staupe. Das Legespiel bei mir ja persönlich zu glückslastig. Hier mit dieser kleinen Mini-Erweiterung vom Pegasus wird das ein wenig behoben. Und ja, das Einzige, was hier mitkommt, sind diese vier Plättchen, und zwar genau in den Spielerfarben. Was das Ganze jetzt geschichtlich auf sich hat, Sancho Panza, ich glaube, das ist eben so ein treuer Diener von dem Don Quixote, aber genau weiß ich es nicht. Es wird leider auch nicht erklärt. Als Anleitung nehme ich einfach nur hier dieses kleine Plättchen selbst dabei, einmal Englisch-Deutsch, also es ist tatsächlich nur diese eine Seite, wo ganz kurz sieht, eine zusätzliche Regel, die dabei kommt, erklärt wird. Das ist schade, dass man da nicht nochmal kurz auch was dazu gesagt hat, ja. Aber gut, kann man mit leben. Spielerisch funktioniert das Ganze so, dass man dieses Plättchen neben seinen Spielplan legt und jetzt wird das Spiel ganz normal gespielt, es wird immer eine Koordinate aufgedeckt und man legt hin. Aber jetzt kann man jederzeit entscheiden, wenn man legen soll, sagt man, halt, ich möchte jetzt lieber diesen Sancho Panza dorthin legen. Und der Vorteil daran ist, dass der sehr, sehr viele Wege hat, um alles Mögliche zu verbinden. Was dieser Typ jetzt auf dem Esel, da der Sancho Panza darauf verloren hat, der hat keine weitere Bedeutung, auch irgendwie schade, aber er erfüllt auf jeden Fall seinen Zweck in dem Sinne, dass er den Spielern hilft. In einer Situation, wo man jetzt an den Punkt kommt, oh, da brauche ich unbedingt ziemlich viele Verbindungen oder so, dann kann man eben auf diesen hier zurückgreifen und damit was erreichen. Das Spiel ist dadurch nochmal eine kleine Ecke taktischer, da man dieses Plättchen eben auf jeden Fall immer zur Verfügung hat, ja. Ansonsten ändert sich das Spiel groß nicht, dadurch es ist nicht ein riesiger Schritt Richtung Taktik, ja, aber immerhin ein kleiner Schritt und das ist für mich dann auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, weil das Grundprinzip war ja gar nicht schlecht von Don Quixote. Jeder, der Don Quixote mag, dem würde ich empfehlen, seht zu, dass man hier sowas bekommt. Ich weiß jetzt gar nicht, wie Pegasus das handhaben wird. Die werden dafür wahrscheinlich nicht groß Geld verlangen. Vielleicht kommt man da irgendwie noch dran, kann das bestellen. Ansonsten kann es sein, dass wir das auf irgendwelchen Messen verteilen, also auch dort überall hingehen und zusehen, dass man das bekommt. Denn das Ganze ist ganz klassisch wie beim alten Spiel verarbeitet, gute Qualität und macht einfach nochmal einen kleinen Tucken mehr Spaß. Schade eben nur um die Geschichte und dass es eben keine richtige Erweiterung ist. Man könnte sich jetzt wünschen, dass es noch ein bisschen mehr solche Sonderteile gibt, ein bisschen mehr Taktik. Alles das, was ich letztes Mal beim Spiel schon kritisiert habe, wird hiermit nicht groß behoben. Man kann immer noch auf eine zusätzliche Erweiterung hoffen, aber das ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Also auf jeden Fall als Don Quixote-Fan das hier besorgt.